Mach mal Model. Model Bernd. Der Blick muss nach hinten sein, dann so wie du gemacht hast am Anfang. Die Augenbrauen so nach hinten ziehen mit der Mütze. Ist aber kalt in den Augen so. Nee, wir haben ja Wasser im Auto. Oder nimmst du dir was? Dann würde ich eine Fanta, glaube ich, nehmen, weil wenn du dann was mit Kohlensäure trinkst, dann will ich auch. Ja, Fanta. Ja, dann gönn. Nehmen wir uns einmal eine, oder? Gesunden Getränke. Ja, ihr seht. Bei uns gibt es gleich ungesundes Essen. Falafel-Dürre. Hallo erstmal. Danke. Jetzt fällt mir das hier gleich alles aus der Tüte. Nee, nee, ist egal. Die hat das so liegend reingemacht in die Tüte. Nicht so, wie ich das gemacht hätte. Jetzt sind wir satt, jetzt können wir mit euch reden. Wir wollten euch erzählen, wie schlecht wir geschlafen haben. Ich war weg, ich denke, guck mal Serie. Du weckst mich nächste Mal. Ja, guck mal ich Serie. War doch kurz danach wach, ich habe dich quasi abgelöst. Ja, du hättest auch gleichzeitig wach sein können, hätten wir ein bisschen aneinander rumspielen können. Was redest du denn da? Ach so. Ich muss immer so viel rausschneiden, wenn du mit im Video bist. Na, sag mal Hallo. Pisst. Ja, er mag das Autofahren nicht. Wir wissen nicht warum. Als wir ihn abgeholt haben, da hat er halt auf der ersten Fahrt hat er einmal richtig ins Auto gebrochen, hat er den Calvino richtig voll gebrochen. Der Calvino wollte den unbedingt, das, oh ja, der ist so süß und keine Ahnung. Also er hätte jeden Hund genommen. Und dann, als wir den halt abgeholt haben auf der Fahrt, hat er Smurfy dann alles gegeben, hat ihn richtig voll gebrochen und dann so. Schon wieder unterwegs, den ganzen Tag unterwegs. Wo geht's hin? Bernd hat sich Mützen bestellt und die sind endlich angekommen. Da ist er ganz aufgeregt und will die gleich anprobieren. Ja, wir haben uns noch einen Lagerraum gemietet und den müssen wir gleich ausmessen und ja, Regale und so bestellen, so Schwerlastregale. Und das wollten wir gleich schon mal erledigen, damit die dann ziemlich zeitnah auch geliefert kommen, die Regale. Warte, man sieht dich so schlecht. Ich weiß, weil ich stelz mit Spinnen. Mach deine Grimassen. Ich weiß, ins Auto gefahren. Ja, siehst du? Du sollst sowas nicht machen beim Autofahren. Jetzt zeig deine wunderschönen Grimassen. Auf Kommando geht das nicht. Okay, dann mache ich das gleich. Film ich dich heimlich. Jetzt haben sich alle erschrocken. Glaub ich nicht. Ich ja. Obwohl ich den schon kenne. Das ist ein großer Hund. Hast du gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Muss auch ein bisschen. Und ich kann die Kamera auch nicht so schnell drehen. Dann wird den Leuten schwindelig, den Zuschauern. Muss ein bisschen flexibler sein als Kamerawoman. Wo sind wir hier? Das ist hier wie in dem Film. Wie heißt der denn? Saw. Saw Raum. Ja. Wo sind wir? 2,43 Meter bis zur Tür. Ja. Ja. Ja.
Vom Baby. Immer zwei Schlüssel. Ja, ich weiß nicht, die eigentlich immer da auf dem Weg. Okay. Den Vorraum willst du auch noch? Ja. Okay. So, ich hab die Leine. Zeig deine Mütze. Präsentier die Mütze. Zeig mal von andersrum, setz sie mal andersrum auf. Mach mal Model. Model Bernd. Der Blick muss nach hinten sein, dann so wie du gemacht hast am Anfang. Die Augenbrauen so nach hinten ziehen mit der Mütze. Ist aber kalt in den Augen so. Ja, steht dir aber gut, egal wie rum du die trägst. Ja, hab halt einen Mützenkopf. Jacki. Mama. Ja? Er hat gestern drauf gepinkelt. Krieg mal eine Hände. Du. Was machst du da? Das juckt dir mal. Das ist irre. Der Hund ist weg. Vier Stunden später. Bunkert ein paar Zecken, sagt er für dich. Smurfy, komm mal hier. Gleich liegen wir da wieder schön auf dem Sofa und dann. Oh, guck mal bitte, Schatz, Taschenlampe. Schatz, guck schnell. Zeckenhode. Mit der Operation. Ich wieder. Und du machst wieder drei Stunden Dusche und Schrubbung. Ja. Shame. Shame. Weil wir alles hier. Weil mir alles juckt, wenn die Zecken da waren. Ja, hast du es denn? Hast du es jetzt, Hund? Hey. Wir können ihn übermorgen wieder abholen hier, den Hund, sagt er. Soll ich ihn einfach mal rausziehen? Weiß ich nicht, dass er dann erwürgt ist. Hm? Er sagt, er ist ganz schwarz jetzt, voller Zecken. Er hat ein Zeckennest gefunden. Mmh. Hallo, Ibimsa. Da ist er! Ja, wo warst du denn? Was hast du gefunden? Schwere Geschäfte verrichtet. Ja, wenn der da drin jetzt gekackt hat. Dann müssen wir da reingehen. Krabbelt jetzt einer vom Ordnungsamt draußen und sagt hier, Strafe, Kacke. Ja, mach so, wie du dich wohlfühlst. Ja. Ernsthaft jetzt? Ey, immer wenn ich die Kamera, entweder ziehst du dein T-Shirt hoch oder die Hose runter. Ja, sehr freizügig. Ja? König, Jolli, Dame. Okay? Du musst den Jolli gleich finden. Wo ist er? Hier. Sicher? Ja. Tada! Okay. Yay! Das war nur Verarsche. Das spielen wir richtig. Noch ganz langsam. König? Ja. König, Jolli, Dame. So, wo ist der Jolli? Hier. Sicher? Ja. Würdest du drauf setzen? 1 Euro? Nein. Tü-tü. Nochmal. Jetzt lass mal Smurfy schnüffeln, ob er weiß wo. König, Dame, Jolli. König, Dame, Jolli. Wo ist er? In der Mitte. Tü-tü. Ja, Smurfy hat die Mitte. Ich hab Mitte gesagt. Nochmal. Ja, okay. Packst du wieder auf? Warum? Ja. Das war der Idee. Aus. Mischen. Das ist süß. Ich würde dir die so gerne geben, weil du so süß bist. Weißt du die gerade noch? Prost. Ey, du hast die. Wie was? Ja, ich weiß, ich hab die ganz nach unten getan. Nein. Ich hab die wirklich ganz nach unten getan. Mach mal nochmal, pass auf. Erst, ich mach zwei Stapel. Erste weg, zweite weg. Oberste angucken und merken. Das ist Herrchens Portemonnaie. Okay, packst du wieder rein. Ich hab die aber wirklich ganz nach unten getan. Nicht durch. Hey, aus. Aus. Was sag ich nochmal? Herz 4. Woher weißt du das? Martin. Du guckst mich hier immer an! Wie soll ich mir die dann gucken? Den Schwanz abgebissen. Ja, irgendwie wusste ich es ja. Ich mach doch Google, ich mach drei Stapel. Achso, du guckst.
Nein, ich guck mal hier. Ich mach drei Stapel, pack die erste weg und die zweite weg. Die oberste guckst du dir an. Wie soll ich den jetzt gesehen haben? Gar nicht! Dann legst du zurück. So, misch durch. Wie soll ich den jetzt gesehen haben? Gar nicht! Wo soll ich denn jetzt wissen, dass das ein Herzass war zum Beispiel? Guck mal, der war nicht so das! Magie! Wow. Nochmal? Ja. Wie viel machst du denn mal rein? So viel oder weniger? Ist doch nur so ein bisschen für den Geschmack. Na? Ja. Oh, sehr schön. So. Ich mache hier gerade dem Bernd eine Portion Tofu-Rührei. Dazu muss man den so bröseln. Und hier wird schon Speck, also veganer Speck, Zwiebeln und Paprika angebraten. Und wenn ich das gemacht habe, dann werde ich, glaube ich, direkt einschlafen. Wie spät haben wir eigentlich? Wir haben noch nicht mal 20 Uhr. Nicht mal 20 Uhr? Nein. Ja, ich bin todmüde. Gestern war ich auch schon so müde, aber heute bin ich noch mehr müde. Um 8:30 nämlich erst. 8:30, ja, wollte schon sagen, dann noch. Ja, damit wir wieder um 2 Uhr wach sind und. Ja, aber wenn ich doch müde bin, was soll ich machen? Das heißt, die Arme sind nicht mal da, ja. Das liegt vielleicht auch daran, weil ich um 4 Uhr heute Nacht aufgewacht bin und nicht nur an der Schwangerschaft. Oder beides. Man weiß es nicht, ist auch egal. Ich bin müde und morgen früh muss ich arbeiten. Ja, meine allerliebsten Lieblinge. Was ist das? Kurkuma? Ja, da kommt Kurkuma rein, damit das so aussieht wie Ei. Murphy mag den Tanz nicht. Und Murphy ist das egal, der ist müde. Der sagt, hallo, was hier mit Schlafen? I want to go to chill. Wo ist die Sahne? Gib mal die Sahne. Ich habe gerade 4 Stück dahingestellt. Warum? Aufschneiden und die Hälfte bitte. Da rein, bitte. Nase gefüllt. Ja. Und dann kommt das gleich einfach da rein und muss brutzeln, bis einem die Konsistenz gefällt. Das ist ganz easy peasy. Ganz einfach. Bitte? Da war noch eine Sahne. Nein, ich habe betrunken, 3 Sambuca getrunken, ne? Ja, weil ich keinen trinken durfte. Ich hatte ein alkoholfreies Bier. Ja, auch gereicht bei Bier. Ja. Ja, das hier. Ja, bis es die Farbe hat, die du möchtest. Muss ich wieder ausziehen? So, ich verabschiede mich jetzt von dem Blog. Da, erwischt. Immer, der muss, ist ein Nudist. Ja, Freikörperkultur. Ja, ich werde den Blog jetzt beenden, das habe ich gerade schon gesagt. Und ja, danke euch fürs Zuschauen an unserem verrückten Familiennachmittag. Und morgen ist der Bernd wieder nüchtern. Ist das hier dreckig? Nein, das ist beschlagen. Komm, wir müssen hier mal anmachen. So. Ja. Morgen mal, der kann sich verwunden. Musst du die wohl essen? Nee. Ja, schütt rein. Ja, musst du schon, oder? Ja, kannst du. Hier. Rein. Da. Mach das ordentlich. Das ist ja quasi Teamwork. So. Schön. Kann das jetzt. Ist das ein Eigewürz dran? Nein, das musst du doch gleich drauf machen, Eigewürz. Genau, das ist ganz wichtig. Gut, dass du das sagst. Kalanamak-Salz muss da nämlich dran. Dadurch kommt der Eigeschmack. Oh. Ganz viel Eipflanze. Nein, das ist so ein Schwefelsalz und dann schmeckt es halt nach Ei. Es stinkt enorm nach Ei. Aber es schmeckt total lecker. So, jetzt aber. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal in alter Frische.
hat die Ela wieder ausgeschlafen. So, tschüss.